Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von. Ach, ich will bei der Kamera. Da. Mein Test. So. Um. Jetzt. Nein. Warum? Warum diese Escape-Taste? War schon wieder, weil wir bei ATS und ETS immer das Intro überspringen mit der Escape-Taste. Weil ich mich gerade auch schon so fleißig am Escape-Tasten hämmern. Hä? Halt, jetzt ist falsch. Du bist falsch. Mein ganzes Leben ist falsch. So, alle anderen sind aber richtig, ne? Ja, okay. So, Kisten. Wie viel haben wir noch? Wir brauchen 1, 2, 4, 8, 12 Kisten. Also 24. Also 48. Da fehlt auch so eine ganze Menge. Ist aber richtig. 4, 8, genau, sind 12 Doppelkisten. Das Ganze also zweimal, also 24 Doppelkisten. Wobei ich hier wahrscheinlich auch noch Kisten hinsetzen werde. Also wir brauchen auf jeden Fall noch eine Menge Kisten. Die Kisten hier würde ich lassen, das heißt, die können wir nicht mitzuzählen. Ob ich die Kiste hier lasse, weiß ich aber nicht. Wobei, wahrscheinlich doch. Ich bin aber hiermit echt noch nicht so zufrieden. Ich würde wahrscheinlich dich eher hier mit hinstellen. Das sieht dann. Doch, das sieht optisch schon viel besser aus. Ja, ja, doch. Gut, never mind. Wir brauchen 48. Ich mache einfach ganz viele Kisten. So, Dschungelholz. Danke. Wir werden eine Menge Holz brauchen. Hä? Achso, diese Trap-Kisten, ja. So, machen wir einfach mal alles Holz zu Holz. Wait, what? Ihr wisst genau, was ich meine, ihr Schweine. Was reicht da gerade nur so für 32 Kisten? Das ist ja wow, brauchen wir viel Holz. Das ist aber schon heftig. Also, wir haben nicht mal 48. Schon eine Ansage, du. Das ist aber schon echt eine Ansage. Hey, halt da, die da. Weg da. Wait, what? Ach, ich muss doch erstmal Holz draus machen, ich voll Depp. Ach komm, ganz ehrlich, ach, okay, bleibt eher nicht. Ha. So, da sieht doch schon besser aus. Bam. Oh. So, 54 wird niemals im Leben reichen, aber zumindest für die beiden Räume, die wir jetzt schon haben, für die reicht es auf jeden Fall. Das heißt, da. Da. Was? Ich dachte, die connecten automatisch, aber nö, ich muss die hier auch noch abbauen. Ein Trauerspiel. So. So, perfekt. Hey. Oh mein Gott. Da. Richtig, ja. So, perfekt. Mehr brauchen wir nicht. Spaß. So, da. Hey. So, das fehlt hier hinten auch noch. So, dann haben wir das schon mal, die drei Räume, die so gleich bleiben sollen, wie sie sind, also die, ne, so ideal gleich sind, die sind schon mal ideal gleich. Und meine Überlegung war, dass wir jetzt quasi hier einfach 1:1 so das Schemata fortsetzen, dass wir dann quasi... Wait, what? Ach so, ja, der ist falsch. So, dass wir dann quasi hier 1, 2, 3. Ah, das ist natürlich relativ nah an dieser Kacke hier. Oder wir machen einfach direkt so hier. Dann sind die alle vier Kisten direkt beieinander. So, dann haben wir hier quasi auch noch ein bisschen. Und genau genommen könnten wir sogar hier
auch noch kein Holz mehr haben. Aber, ne, und noch so. Da war hier massiv Storage. Und trotzdem ist der Raum immer noch gut begehbar, weil wir halt überall riesig viel Platz zum Laufen haben. Also ist schon gar nicht mal so schlecht. Ist schon echt cool. Schlaf doch endlich mal. Los, muss schlafen. Hey, schlaf doch mal. So, perfekt. Let's go. Wir können gar nicht mehr rennen. Ach ja, weil wir ganz schön ausgehungert sind. So, erstmal das gesündeste Fleisch der Welt essen. Guck mal hier. Alles im grünen Bereich. Also gesünder geht's doch quasi gar nicht, ja? Wir essen quasi Gemüsefleisch. Wow. Genau, wir brauchen Slabs. Sonst slappe ich mir gerade selbst eine hier. Wupp und fertig. Ich brauche wir 6 Rechner aus, ne? Wo sind die jetzt? Da. So, wir brauchen also noch 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32 Kisten. Heilige Scheiße. 32 Kisten ist genau nochmal ein Stack Holz. Damit ist dann also unser Dschungelholz weg. Gut, ich meine, wir haben noch 6 Kisten, ja, aber... Die machen das Ganze jetzt auch nicht viel besser. Heieiei. Weißt du was? Ich nehme mal lieber hier davon und andererseits kommen ganz ehrlich, Dschungelholz kriegen wir ganz schnell neu gepflanzt. Wir brauchen das Dschungelholz einfach auf. Ganz ehrlich. Scheiß was drauf. So. Aber ist, außerdem habe ich noch ein Dschungelholz übrig. Ist also alles im grünen Bereich. So. Und so. Bam. Hey, halt. Wie war was? Oh mein Gott. So viele Klicke. Hey. Achso. Passt doch. Da. Achso, egal. I'm Confucius. So. Hoffentlich sieht es auch noch gut aus. Und nicht so scheiße, wenn wir hier alles von mit Kisten klatschen. Vor allem brauchen wir dann auch noch ein krasses Konzept, wie wir dann die Kisten, wo dann was reinkommt. Weil die Kisten kann man halt leider nicht so gut beschreiben. So, voilà. Und schon ist alles voll mit Kisten. Yeah. Sieht das gut aus oder was? Achso, siehst du, wir könnten hier hinten noch eine Fackel ranschmeißen. Sieht so ein bisschen heller aus. Dann machen wir hier noch. Ja, quasi so Stadiumsbeleuchtung. Boom. Ja, wie wir hier ist günstig, müssten wir eigentlich so machen, damit es bitte mit der Tür wieder gut aussieht, aber ist dann wieder sehr nah hier im Treppenbereich, wobei das geht eigentlich. Man schützt es hier nicht mit dem Kopf an. Also. What? Ach, der ist aus dem Nether auch rausgekommen. Aber dazu müsste er ja im Nether spawnen. Aber dazu müssten wir in der Reichweite sein, damit überhaupt der Block aktiv ist. Like, what the fuck is going on? Haha, du bist dumm. Und? Oh, ich hab Gold bekommen. Nur Gold, schade. Genau, hier wollte ich auf genau. Was ich gerade gesagt habe. So, dann machen wir noch mal ein paar Schrägen. Vielleicht haben wir sogar noch ein paar Schrägen. Damit ich jetzt die Treppe mal ein bisschen schöner machen kann. Das geht mir als tierisch hart offen. Ah, 2 haben wir noch. Na gut. Wie viel brauchen wir? Bevor ich jetzt viel zu viele mache. Alter, dieser Kuh. Ah, ich
ich glaube mal, hier mache ich Vollblöcke hin. Alter, springen die so gut. Ich mach. Sorry, aber die hat's verdient. Ich bin quasi ein Halbveganer. Ich töte keine Tiere, außer die, die mir auf den Sack gehen. So, wir brauchen hier 2, 3, 4, 6, wir brauchen 8. Und da man immer 6 rausbekommt, haben wir wieder 4 zu viel. Leck mich doch am Arsch. Das ist doch eine Betrügerei hier vom sondergleichen Herren Arsch. So, das geht einmal so hier. Ich bin nicht so weg, weg. Man kommt 4. Cool, dann passt das ja doch. Sehr schön. Danke. Ne, wir haben 10. Hä? Waren jetzt die 8 mit den beiden, die wir bereits hatten, oder ohne die beiden, die wir bereits hatten? Egal. Jawohl. Perfekt. Oh, hier fehlen noch ein paar Steine. Da. Da muss einer hin und da muss einer hin. Perfekt. Jetzt sieht es perfekt aus. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Also, auf jeden Fall bei weitem besser als davor. Ja, doch. Da sieht doch schon eher wie eine Treppe aus. Cool. Finde ich geil. Ich meine, für. Die spawnen wirklich im Nether. Aber ich dachte, vielleicht weil der. Nee. Oder? Ich meine, ich bin ja lokaltechnisch, wenn man jetzt die Höhe weglässt, bin ich ja auf der gleichen XY, ist er weg. Wie ich im Nether wäre, ne? Also ich meine. Aber ich dachte halt, ist halt so dreidimensional, dass man nicht nur von der Breite und von der hier, ne, also in die Richtung und in die Richtung. Also von drauf Sicht jetzt. Hä? Ach, also, ne? Ich dachte, das egal. Auf jeden Fall ist der Nether ganz schön weit weg. Und damit dachte ich, dass er außerhalb meiner Spawn-Reichweite ist. Also, dass ich zu weit davon weg bin und dementsprechend das nicht mehr als aktiver Block gewertet wird und dementsprechend auch nicht mehr da Tiere spawnen können. Wenn ich nicht da bin. So. Aber scheinbar können doch noch Tiere spawnen. Weil es zwar so vom Rundumschauen nicht zu weit weg ist, also zwar zu weit weg nicht sein darf, was? Aber die Höhe in dem Moment scheinbar egal ist. Das heißt, auf der gesamten Über-Unter mir Achse können quasi Tiere spawnen, egal wie weit das weg ist. Macht das so Sinn, nee, ne? Weil es wären trotzdem ganz schön viele Blöcke, die dann aktiv sein müssten. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass das einfach ein Feature von Mindclone 5 ist, dass in dem Moment, wo hier ein Portal ist und auf der anderen Seite, also das quasi das Gegenportal, manuell aktiv gehalten wird, damit halt Monster sich teleportieren können, auch wenn da kein Player ist. Ne, man kann ja auch manuell Blöcke als aktiv markieren. Vielleicht macht es also direkt Mindclone 5 von sich aus. Weil ansonsten kann man sich das halt so nicht wirklich erklären, ne? Naja, wer weiß. Gut, wir machen die Keller sind soweit fertig, ne? Wir können uns jetzt also überlegen, wie wir das Ganze mit dem Einsortieren machen. Ich würde schon sagen, dass wir das Ganze so ganz grob in 3 Kategorien aufteilen könnten. Das heißt, wir können zum Beispiel hier ganzen Edelsachen machen, also Mineralien, dies, das, Ananas. Hier kommt dann alles rein, was so, ja, Essen, Feldarbeit, Bäume und so ist. Jetzt reicht's mir aber da. Und hier kommt dann quasi alles rein, was, hier kommt nur, also keine Mineralien, sondern wirklich nur Essen und Feldarbeit.
Und halt vielleicht auch noch Bäume und sowas alles. Gehört ja mit zur Feldarbeit im weitesten Sinne. Und hier in dem Bereich, inklusive dieser Kisten, ist dann quasi alles, was so an Schutt und Mineralien und was man quasi abbaut unter der Erde. Weil das dürfte eine ganze Menge werden. Gerade mit den ganzen, ne, mit den ganzen Gravel. Die Kisten würden sich alleine alle mit den schönen Gravel füllen. Das wäre ja schon viel. Oh. Ja, nee, aber genau, das dementsprechend, deswegen sind hier ein paar mehr Kisten, gar nicht mal so viel am Platz. Das passt dann. Jetzt muss man natürlich noch gucken. Wir haben ja jetzt nicht nur Sachen, die man so schön klar einteilen kann. In was sollte das nochmal sein? Da war Essen, da war unter Tage. Was war da? Wow, schon vergessen. Geil. Da war Essen und da war. Und was war hier? Hier war. Bin ich jetzt blind oder blöd oder beides? Warte mal kurz, das geht. Das ist ja. Vielleicht macht es also direkt Minecraft 5 von sich aus. Als aktiv wird. Also, Keller sagen, dass wir das Ganze so ganz grob in drei Kategorien aufteilen könnten. Das heißt, wir können zum Beispiel hier ganzen Edelsachen machen, also Mineralien, dies, das, Ananas. Oh, war falsch das so? Hier kommt dann alles rein, was so, ja, Essen, Feldarbeit, Bäume und so ist. Jetzt reicht es mir aber da. Okay, also war ja okay. Das macht denn gar keinen Sinn, was ich da erzählt habe. Gut. Erklärt so einiges. Gut, eben, weil Edelsachen sind ja Sachen, die wir unten abbauen. Also wäre das ja eigentlich Teil von dem da hinten. Das heißt, dann machen wir es doch ein bisschen anders. Dann machen wir nämlich alles, was so Nahrung und Feldarbeit ist, hier. Wow. Hier hinten bleiben wir dann bei alles, was wir abbauen und Edelmetalle. Und hier kommt so Random Stuff, also Sachen, die wir in unserer Grabbelkiste haben. Sowas wie wenn wir irgendwelche Türen bauen, also hier. Der ganze Scheiß. Ne? Sachen, die man halt nirgendwo logisch einsortieren kann. Denn davon wird es auch eine Menge Sachen geben. Ich meine, wir könnten natürlich sowas wie Edelmetalle könnte man natürlich schon extra legen, aber da werden wir halt niemals massig Kisten voll bekommen. Deswegen würde ich das jetzt nicht in einem extra Raum packen. Das macht halt von der Menge her kein Problem. Sondern das sind dann wirklich Sachen, die ich dann umlagern würde. Na, also, danke. Da hinten. Ne? Genauso wie auch so ein bisschen Nahrung, dass quasi das Hauptteil halt hier unten gelagert wird. Da. Und aber so das Wichtigste, also immer so ein bisschen was von Melonen und so, Tropfen auch da vorne vorrätig ist. Ja, okay. Jetzt überlege ich mal. Wie sinnvoll wäre es, das Arbeiten mit Schildern? Müssen wir erstmal ein paar bauen, ne? So, das heißt, wir brauchen das. Nee. Warte mal kurz. Ich pflanze mal hier direkt ein paar Bäume an. Hier ein paar Dschungelbäume. So viel Holz, wie wir da jetzt verbraucht haben in dieser Zeit. Konnte dort nicht schaden. Dann machen wir einfach mal hier einen hin. Und weil wir so gut drauf sind, machen wir noch hier einen hin. Feierabend. Ich finde diesen Schatten von dem Berg hier so geil, ne? Cool. Naja, dynamische Schatten sind schon eine coole Sache. So. Holz, Holz, Holz. So, da haben wir nicht sehr viel Holz. Okay.
Genau, wir brauchen das Ding auf jeden Fall und wir brauchen halt Holz. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie war denn das? Einmal das und dann sechsmal Holz oben drauf oder wie? Wir brauchen also auf jeden Fall mehr Holz. Dankeschön. Nehmen wir erstmal hier ein bisschen. So, wie war das? Ist, ich hatte. Oh, Alter. So. Zu viele Tasten. Ah, genau, so war das. Okay. Wir kriegen aber gleich drei Stück raus. Okay. Gut, dann reicht das ja auch erstmal. Jetzt nur die Frage, wie machen wir es hier optisch am dümmsten? Wäre natürlich schon sinnvoll. Okay, man kann die Dinge auch schräg stellen. Sehr schön. Okay, wir brauchen eine Leerzeile und dann Natur nennen wir das Ganze einfach mal. Ja, leider kann man die Schrift halt nicht größer machen, ne? So, ne, damit man, wenn man hier runterkommt, man das Schild halt geradeaus lesen kann. Dementsprechend würde ich jetzt hier wäre dann random stuff. So. Genau, das ist nämlich jetzt so ein Zwischenwinkel. Es gibt ja 8 Winkel. Finde ich das Witzige. Man kann so bauen. Also man kann in 90 Grad Schritten bauen. Man kann die 45 Grad Zwischenwinkel benutzen. Und zwischen denen die 22,5 Grad Winkel benutzen. Sodass man quasi insgesamt 16 verschiedene Winkel benutzen kann. Ja, und der ist ja quasi jetzt genau 45 Grad gedreht und der ist genau 22,5 Grad gedreht. Weitere Zwischenwinkel gibt es glaube ich nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier, also ne, wenn ich jetzt hier so in der Mitte stehe. Und dann jetzt, ich stehe mal hier, habe ich ein bisschen mehr Platz. Wenn ich jetzt hier so bin, dann kann ich halt. Ja, ich glaube, ich habe zu wenig Platz. Ich weiß gar nicht. Glaube, ich brauche einen größeren Kreis. Oh mein Gott. We need more space for this bullshit. Oh, der ist aber schon gewachsen. Alter, sieht aber schon gewachsen. Was denn hier los? So, eigentlich brauchen wir. Ach Quatsch, komm her. So. Eigentlich reicht ein Halbkreis aus. Also, wir haben hier. Dann haben wir. Oh, ja. Wir, zum Testen bräuchte ich natürlich auch mehr Schilder. Zum Testen. Ah, leck mich doch. Was war das gerade? Hat da gerade die Sonne durchgeschienen? Da komme ich aus. Ja, nee, aber wie gesagt, ich glaube, es sind 22,5 Grad Schritte, die man machen kann. So, und dann haben wir hier halt auch nochmal mit 45 Grad. Wobei, nee, das würde ich lieber gerne. Weil hier steht es halt mitten im Weg. Würde ich das doch gerne lieber so hier machen. Ja, wie nennen wir das? Einfach Tagebau oder so? So als Überbegriff quasi, als Oberbegriff. Der Problem ist halt, die Schrift ist wirklich super klein. Wäre wirklich schön, wenn man die Schrift ein bisschen größer machen könnte. Naja, was soll's. Geht ja so einigermaßen. Ja, sieht so von unten die Schilder echt scheiße aus. Oh Mann, ey. Ah, Kacke. Ah. Wir behalten uns das Ganze einfach im Kopf. Jetzt würde ich aber gerne nochmal gucken hier. Also wenn ich so stehe, ist das ja genau 90 Grad. Wenn ich jetzt das dahin mache, bleibt es 90 Grad. Und bei dem ist es jetzt 22,5. Genau. Genau, ja. Es gibt also nur 16 verschiedene Winkel. Okay. Sehr gut. So. Aha. Hier steht ein Pferd auf dem Flur. Wow, ich habe das Ritual bestanden. Jetzt bin ich Veganer. So. Wir müssen mal bei Sobey auch mal das Dach hier weiterbauen, ne? Ha. Und es ist wieder Tag. Sehr schön. So, ich würde mal sagen, als allererstes
bauen wir uns mal eine Axt und dann bauen wir mal als nächstes die Bäume wieder ab. Also die beiden Dschungelbäume. Haben wir noch eine Axt rumfliegen? Nee, ne? Genau. Da hatten wir ja die genommen, die wir da hatten und die war halt schon fast tot. So, wir brauchen also das und wir brauchen Eisen. Das wäre drei. Und wir brauchen vor allen Dingen viel Inventarplatz. Also brauchen wir einmal. Du kannst weg. Der Rest kommt erstmal hier wieder. Ach ja, ist der Cleanstone. Cleanstone machen wir auch mal hier mit rein. So viel Cleanstone auf einmal. Nice. So. Nee, Holz. Was? Hä, hier kommt ja gar nichts rein. Schon wieder. Holz. Das ist ein Holz. Also das Holz. Holz. Stimmt, für Holz bräuchte unten auch noch eigentlich eine extra Sparte. Ich meine letztendlich, wir haben ja für Gartensachen extra diese großen Bereiche. Und, kannst du mir schaden? Ey, ich habe immer, also die haben immer so viel Backslash, also ich schieße die immer so weit zurück. Wie heißt das? Ich baue so viel Pressure auf. Keine Ahnung. Dass die mich gar nicht angreifen können. Die kommen gar nicht in meine Reichweite. Lol. Ich meine, gut, sobald man gegen mehrere kämpft, wird es dann wieder problematischer. Aber einen zu besiegen ist halt super einfach. Außerdem sind natürlich wieder die Skelette oder andere Tiere, die halt Fernangriffe können. Ja, nee. Achso, ist doch genau. Ich wollte erstmal hier gucken. Das heißt, wir könnten genau genommen hier sagen, dass wir hier allgemein so Naturscheiße haben. Und das hier, weil es ja auch zur Natur mitgehört, extra Holz haben. Wobei man dann natürlich wieder überlegen muss, wenn man jetzt aus Holz Sachen baut, wie zum Beispiel Türen, dann wäre das ja eigentlich wieder eher random Stuff. Also Sachen, die hier hingehören. Da muss man dann gucken, ob man ein päpstlicher ist als der Papst oder ob man einfach sagt, scheiß was drauf, wir machen ein paar Türen dahin und ein paar Türen dahin. Gut, das macht dann wahrscheinlich eher weniger Sinn, aber hey. Wir brauchen eine Axt. Immer noch. So. Bob. Dann spielen wir mal Axt im Walde. Habe ich diese Woodcutting-Mod installiert? Habe ich, ne? Ja, habe ich. Sehr geil. Was ist denn da? Da ist eine Spinne auf dem Baum gespawnt. Ernsthaft? Ihr seid doch alle ein bisschen plemplem. Wie schnell die Bäume gewachsen sind. Was mich halt interessieren würde, wäre, ist ja genauso jetzt wie wenn man unter einem Baum steht, ohne dynamische Schatten, ist ja unter dem Baum auch Schatten. Und jetzt hat man hier halt mit den dynamischen Schatten auch Schatten neben Bergen zum Beispiel. Und jetzt ist aber die Frage, wird dieser Schatten auch als Helligkeitswert berechnet? Sprich also zum Beispiel, können jetzt in so einem Schatten böse Monster spawnen, weil die im Dunkeln spawnen? Oder gilt das Spiel intern nicht als dunkel, weil das quasi nur ein anzeigetechnischer Effekt ist und kein spieletechnischer Effekt? Versteht ihr, wie ich meine? Ne? Pech. So, der erste Baum ist fast weg. Sehr gut. Oh, ist ja hier wie Weihnachten. Gut, ich meine, wie Weihnachten. Ich meine, welche Eltern schmeißen die Geschenke schon draußen einfach auf den Dreck? Ach, gibt's bestimmt ein paar. So, der Baum ist ein bisschen kleiner. Tja, zwei so eine Bäume und die Axt ist weg. Gut, ich meine, der Baum ist ein bisschen kleiner. Vielleicht würden wir für den sogar noch einen schaffen. Aber trotzdem. Nach spätestens drei Bäumen... Oh, die Spinne fällt gleich runter. Nach spätestens drei Bäumen ist die Axt weg. No chance. Hallo? Brich zusammen. Brich dir das Genick. Diese Tiere machen mich gaga.
Oh, Schatten. Oh mein Gott. Vor allem, man sieht sich selber nicht mal, aber Hauptsache man sieht seinen eigenen Schatten. Endlich fertig? Okay. Gleich ist runter. Oh. Wow. Da war der Fallschaden wohl zu hoch. So. Sehr schön. Wow, es ist hier noch. Jetzt haben die Bäume hier noch Schatten. Weil hier war der Baum. Und hier waren quasi überall die Blätter. Und weil hier direkt der Baum war, wurde der hier, als die Blätter denn weg waren, auch der Block aktualisiert, dass hier wieder kein Schatten mehr ist, weil weg. Aber dadurch, dass die Blätter auch da weggenommen wurden, das aber außerhalb dieses Chunks war, ist da der Schatten geblieben. Bei dem Baum hier ist genau das Gleiche. Da, wo der Baum selber war, ist kein Schatten mehr. Aber um den Baum drumherum ist noch Schatten. Na cool, dann müssen wir erstmal hier Fix Light machen. Fix Light, wie war das hier? Und dann 100, ne? Zum Beispiel. Bumm, perfekt. So muss das sein. Hätten wir es auch erklärt. Von hier sah es gerade aus, als wenn das Schaf in dem Baum drin steckt. Dachte ich gerade, was ist das für ein Grafikglitch? Aber nee, er steht davor. Gut. Wir haben jetzt was? Holz. So, eigentlich könnten wir jetzt die ganze Scheiße von hier oben nach unten migrieren, ne? Das wäre doch ein ganz geiler Job für die nächste Folge. Das wird nur Spaß. Ja, von daher. Bis dann.